Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ich sollte mal winken, winken, winken. Okay. Und was ich auch noch machen könnte, wäre mal die Cam aktivieren. Oh, ich habe ja gar kein Licht. Machen wir mal so. Denn die kann ich wieder anschalten. Ich bin wieder so halb fit, denke ich. Ja. Ich denke schon. Auf jeden Fall, ich bin wieder am Start. Wir sind natürlich wieder da. Wollten heute den Nick Frost, also Väterchen Frost, machen, der ja hier. Jetzt habe ich mich verhudebildet. Da lang. Genau. Der hier hinten in der Ecke sitzt. Und ich wollte natürlich über ein Thema reden. Ja, ich habe mir nämlich ein Thema ausgesucht, das mich persönlich sehr interessiert, vielleicht nicht jeden von euch, aber was ich sehr schön und sehr toll finde, und es muss ja auch mal tolle Themen geben, es geht um Star Trek. Ja, ihr wisst ja, also wer mich länger verfolgt, weiß es auf jeden Fall, ich bin ein Trekkie und guckt sehr gerne Star Trek. Allerdings muss man halt dazu sagen, die neuen Filme und Discovery habe ich nie wirklich als Star Trek gesehen, wobei Discovery sich mit der zweiten Staffel verbessert. Nicht optimiert, also nicht auf richtiges Star Trek Niveau hundertprozentig begeben hat, aber auf das, was, sag mal, mir an Star Trek wichtig war, da kam es ein bisschen näher ran. Schon allein, weil Nostalgie und sowas in der Art. Ein bisschen näher ran. Um nicht zu sagen, genau dahin, wo es hin soll, kommt die ganz neue Star Trek-Serie, von der jetzt mittlerweile eine Folge veröffentlicht wurde. Und ich hoffe, das geht genauso weiter, wie es in der einen Folge angefangen hat. Klar, es war langsam, es war ruhig und es gab kein extremes Action, Geballer, Babbel und so weiter und so fort, ein paar Kampfszenen. Aber dann hat es auch schon aufgehört. Danach ging es, ja, wie gesagt, wieder um das, was bei Star Trek auch wichtig ist. Um die Geschichten, auch die Hintergründe. Es war ja schon immer so, dass auch, das Zeitgeschehen bei Star Trek immer eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel halt die Romulaner und die Klingonen, die übrigens auch, zumindest die Romulaner spielen ja auch in der neuen Serie eine gewisse Rolle. Und die Romulaner, die sind ja im Prinzip wir. Oder waren wir die Klingonen? Das kann sein. Wir waren, glaube ich, die Klingonen und die Romulaner waren die Russen. So in der Art kann man das grob identifizieren, denn ja, mit den Romulanern hat man mehr oder weniger einen kalten Krieg geführt und die Klingonen, ja, die hatten den Krieg vorher war jetzt, nicht so, dass, eine Kriegerrasse halt. Auf jeden Fall ist es aber so, eben dieses Dingens wurde da halt mit rein projiziert. Damals bei Star Trek Enterprise, ja genau, also sprich bei der Prequel-Serie kamen dann die Suliban hinzu, nach dem 11. September, ne? Taliban, Suliban, brauchen wir nicht viel drüber reden, das ist ja offensichtlich. Sowas in der Art, also auf jeden Fall wurde da schon immer das Zeitgeschehen mit behandelt und mit eingeführt. Heißt jetzt nicht, dass wir quasi die Klingonen, die wir aus Star Trek Discovery, nee, Star Trek, wie hieß denn sie? Doch, Discovery, genau. Also auf der zweitneuesten Serie noch mit den Klingonen zu tun hatten, die wir früher kennen, ne? Ist klar. Ich rede von den 60er Jahren, ne? Da kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort, da ging die dann mit an den Start, mit ins Ziel und so weiter und so fort. Und ja, da wurde das halt mit reingenommen. Es wurden immer kritische Szenen angesprochen. Es gab immer irgendwo was ein bisschen kontrovers war, auch bei Star Trek. Zum Beispiel ist ja eines der berühmtesten Beispiele der erste Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen, also einer Afroamerikanerin. Den gab es bei Star Trek zwischen Captain Kirk und Lieutenant Uhura. Nicht jeder weiß es, ist aber auch so. Auch der erste lesbische Kuss im TV, den gab es bei Deep Space Nine. Ja, sowas alles, das ist aber auch Star Trek, die halt auch mal kritische Themen aufgreifen, die unterhaltsam verpacken, aber hinterher eine Moral mit reinpacken. Bei Discovery, ganz ehrlich, da ging es halt darum, die kommen in Frieden, deswegen erklären wir denen den Krieg, war die erste Staffel, und deswegen müssen wir jetzt die ganze Föderation auslöschen, aber wir haben ja zum Glück ein mega mächtiges Raumschiff, was Pilze hat, deswegen kann es durch die Galaxis reisen und ist schneller als das andere. Geschwindigkeit ist durchaus
ein Vorteil bei vielen Sachen. Aber ja, wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, die Handlung bei Discovery, die war schon immer flach. Viel Action und so weiter und so fort. Also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das ist Discovery, ne? Es ist eine schöne Science-Fiction-Serie, habe ich am Anfang bei der ersten Staffel ja gesagt, aber es ist kein Star Trek. Die zweite hat vieles besser gemacht, schon allein, dass die Klingonen Haare bekommen haben. Ich meine, klar, die dumme Ausrede, ja, ja, wir haben sie nur abrasiert, weil ja Krieg war. Die haben immer Krieg. Naja, jedenfalls haben sie jetzt wieder Haare, die Klingonen, und sehen jetzt wieder, sag mal, ein bisschen klingonischer aus als das, was da war. Also ich meine, das ist auch gerade bei den neuen Star Trek Filmen so. Die Antagonisten, egal welche Rasse es ist, ob es die Romulaner sind, im hier neuen ersten Star Trek Film oder Klingonen, alles, was da zu sehen war, die waren immer... Ja, immer nicht so gestaltet, wie sie von früher bekannt waren. Und die sahen immer nicht besser aus, sondern immer schlechter, immer böser. Damit auch ja klar ist, ja, das sind die Bösen. Ein Böser kann aber auch mal gut aussehen. Ne, das ist auch so eine Sache, das sollte einem klar sein. Naja, wie gesagt, die Romulaner sind nun mal mit den Vulkaniern verwandt. Heißt im Klartext, sie sollten auch noch so halbwegs aussehen und nicht komplett anders und dann Nasenringe und Ohrringe und so ein ganzes Geschisse haben. Wie gesagt, das waren so Sachen, die mir nicht gefallen haben. Es gibt einige Sachen, die auch an der zweiten Staffel schlimmer waren. Schön war, dass er da halt schon mal die anderen Uniformen, die da eigentlich zu dieser Zeit da sein sollten, eingeführt haben. Dann als neue Uniform halt das hier goldene Hemd des Captains, sowas in der Art halt. Fand ich toll, dass da ein bisschen Referenzen gezogen wurden, dass die Enterprise da, als sie dazu kam, so halbwegs versucht wurde, in einem gewissen Niveau zu halten. Aber wie gesagt, trotzdem war halt auch viel dabei, was nicht passt. Das war ja auch der größte Kritikpunkt an der neuen Staffel. Die war storytechnisch besser, finde ich, auch als die andere, auch wenn es da wieder um komplett Leben und Tod ging und das ganze Universum wird sonst vernichtet, wenn die es nicht schaffen, am Ende den aufzuhalten, und die sind ja nur ganz alleine, und dann kommen am Ende mal ein paar Verbündete dazu, die sie irgendwo getroffen haben, zufälligerweise unter anderem die Klingonen, aber der Rest der Föderation, der ist ja auf einmal zu weit entfernt, aber die Klingonen sind nah genug, sowas in der Art, das ist, ich weiß nicht, es ist, wie gesagt, ich war, es ist eine tolle Science-Fiction-Serie, aber du darfst nicht drüber nachdenken. Das ist Action-Kino. Das macht bis jetzt zumindest Star Trek Picard ganz anders. Ob das so weitergeht, weiß ich nicht. Wie gesagt, die ersten drei Staffeln sind ja veröffentlicht worden. Ich habe leider nur die erste gesehen, weil ich ja kein Fernsehkritiker bin oder sowas in der Art. Ich muss halt die nächsten zwei Wochen abwarten. Dann gibt es die ja auch auf Amazon Prime. Und sobald ich die dann gesehen habe, dann weiß ich auch mehr, wobei es halt Gerüchte gab, ab der dritten Staffel soll es abflauen. Allerdings können das ja auch nur Gerüchte sein, die irgendjemand streut, der sagt, oh ja, hier, das kam zu gut an, ich will meine Konkurrenz schädigen. Kann natürlich aber auch wahr sein, wir werden sehen. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall die erste Staffel oder die erste Folge von Star Trek Picard fing sehr gut an. Es ist ein schöner Spagat zwischen dem neuen Star Trek, was ich nicht so mag, und dem alten Star Trek. Es ist immer noch es ist viel neue Technik, viel neues Design, man sieht viel und so weiter und so fort, aber es ist deutlich mehr Tempo rausgenommen. Es geht mehr um die Geschichte wieder, als um die reine Action. Es ist mehr Drama mit dabei, als halt einfach nur irgendwelches, Popcorn-Kino, wo du das Hirn abschalten musst, mehr Konsequenzen, mehr Dinge bis jetzt, und vor allem, wie gesagt, es ist natürlich auch wieder, es ist dieses Universum, was wir kennen. Es ist nicht wie das hier neue Star Trek-Universum, dieses Reboot-Universum. Es ist eben kein Reboot, es führt die Geschichte weiter. Es zeigt zwar die Anfänge des Reboots, nämlich diese mächtige Supernova, die Romulus zerstört hat, die allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her ist in der ersten Folge. Ich spoilere ein ganz klein wenig, so viel dürfte ja schon fast bekannt sein. Wie gesagt, da setzt mehr oder weniger die Geschichte an. Die Romulaner spielen eine Rolle. Die sind jetzt nicht zumindest der Hauptaktionsgeber in
oder der Hauptmotivator für Jean-Luc wieder aktiv zu werden. Der hatte sich ja zur Ruhe gesetzt. Ist ja logisch. Ich meine, der ist jetzt der Schauspieler selber ist ja schon über 80 Jahre alt. Nee, fast 80 Jahre alt. Und dass da überhaupt nochmal was kommt, das hätte wahrscheinlich eh keiner geglaubt. Aber wie gesagt, es geht halt eben um einen Jean-Luc Picard, der sich zur Ruhe gesetzt hat und jetzt sagt, ja doch, ich muss mal wieder was unternehmen. Er hat eine Motivation gefunden und die Motivation, ich finde das voll toll, die ist halt glaubwürdig. Im Moment kann ich sagen, jo, das ist eine glaubwürdige Motivation. Man weiß zwar nicht, wie und wo das Zeug herkommt, da sind ein paar Geheimnisse drin, die halt vernünftig noch aufgelöst werden müssen, hoffe ich, dass sie das schaffen. Aber es ist glaubwürdig. Es ist, dieser Captain oder dieser Jean-Luc Picard reagiert so, wie ich mir vorstellen würde, wie Jean-Luc Picard reagieren würde. Der macht das, was er soll. Es ist wirklich wieder, es ist wieder Star Trek. Kann man nicht wirklich sagen. Es ist nichts anderes zu sagen. Klar, die Welt ist nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Das, was einmal die Sternenflotte war, dass die große Vision hier von Gene Roddenberry, dass er das Ganze ja erfunden hat, dass ja, die Menschen sich vereint hätten und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir nur noch die Helfer sind in der Galaxis. Das ist nicht mehr da. Es ist in dem Sinne aber auch ein Stück weit realistischer gewesen, weil egal wie utopisch deine Gesellschaft ist, egal wie gut es dir geht, irgendeinen gibt es immer, dem es schlechter geht. Es ist nun mal so. Es ist scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich hätte das lieber anders, weil, wie gesagt, wenn es allen gleich gut geht, dann geht es allen gleich gut. Aber es gibt immer ein paar, die, abgehängt werden von der Gesellschaft. Sowas ist immer ganz normal. Da ist das dann halt auch mal, da siehst du halt mal ein paar normale Leute mit einem Regenschirm auf der Straße. Die sind nicht abgehängt von der Gesellschaft, ne? Aber das sind normale Leute. Das ist eine tolle Sache. Aber wie gesagt, da siehst du halt, wie eine flüchtet, weil, ja gut, weil sie angegriffen wurde, was sie ja auch jetzt nicht das Ding ist. Es ist Star Trek, so wie ich es mir vorstelle, so wie es sein könnte. Und die ganzen neuen Technologien, die in der alten Next Generation oder in den Filmen oder was es früher gab, nicht gab. Ja, da ist es plausibel, dass die da sind, weil das ist nun mal halt die Zukunft von dem, was vorher war. Und da kann es durchaus sein, dass da was irgendwas Neues erfunden wurde. Das ist ähnlich wie, wenn ich sage, jo, okay, ich mache eine Folge, die direkt an Raumschiff Enterprise, die alten Folgen anschließt hier quasi, zum Beispiel Discovery, die Enterprise da, die war auch deutlich moderner gehalten als eine andere, also die Enterprise, die wir kennen, besser. Also näher dran, aber moderner gehalten. Deswegen habe ich gesagt, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist nicht so gewesen, wie es hätte sein sollen, wie es sein müsste. Einfach, weil, wie gesagt, man ist ja nur aus dem Kanon und die soll ja nun im Kanon spielen. Die soll in der Hauptzeitlinie spielen. Zumindest die ersten zwei Staffeln. Dann ist sie ja in der Zeit gereist, die Discovery, ne? Wie es dann weitergeht, wir werden sehen. Auf jeden Fall aber ist es so, dass wir hier dann doch mehr oder weniger sagen, ja, warum sind die neuen Technologien einfach ausgeschalten worden? Warum sagt man jetzt, ja, hier, okay, die Discovery oder Captain Kirk hat mit schlechterem Zeugs gearbeitet Captain Pike auf der Enterprise, der vorher der Kommandant war, der hatte hochmodernes Zeug, was besser ist als das, was sie in Next Generation teilweise hatten. Wie gesagt, es ist halt nicht glaubwürdig. Klar, die neuen Sachen machen auch neue Effekte und neue Dinge notwendig, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist es denn, wie gesagt, es nimmt halt ein bisschen Feeling raus, ein bisschen Immersivität, wenn du dich dort reinversetzt, ne? Das ist für den wahren Trekkie, also für die der ersten Stunde, ne? Die ersten war das nichts. Und die Filme finde ich genauso nichts. Also ich mag die drei Filme überhaupt nicht, die da neu kamen. Wie gesagt, Star Trek Filme waren eh nie so die große Stärke. Muss man ja nur echt sagen. Auch die Filme, die davor kamen, alle 10. 10 ist es, glaube ich, genau. Die kannst du nicht unbedingt als
großes Kino bezeichnen, beziehungsweise als richtig gut gelungen. Aber sie waren da und es sind auch gute Perlen dabei, muss man echt sagen. First Contact zum Beispiel. Oder halt hier Zorn des Kahn nicht unbedingt, den finden viele andere gut. Ich finde eher hier das hier mit auf der Suche nach mir das Bock nicht. Ja, das, wo sie in der Zeit zurückreisen und die Wale suchen da. Ich finde die cool, weil da viel Witz dabei ist, viel Humor und all so ein Gemüse. Und das ist, ich weiß nicht. Also es ist, Star Trek war schon immer so eine Sache, Moral zu verpacken, aber halt auch mal ein bisschen Humor mit einzubauen. Die soll wohl in Picard nicht so oft dran vorkommen, soll ernster sein. Ist aber auch okay. Das ist durchaus legitim. Discovery ist manchmal recht witzig. Insofern kann man da auch hier und da mal einen kleinen Spaß vertragen, der eben kein Flachwitz ist. Es ist aber, ich weiß nicht, das ist, es ist schön, endlich wieder in dem Universum zu leben, was man, oder in dem Universum das mitzuerleben, so ist besser gesagt, leben tue ich da ja nicht wirklich drin, aber es ist wirklich schön, wieder dieses Universum zu erleben, was man kennt, was man lieben gelernt hat, nicht, dass da irgendeiner aus der Zeit zurückreist, der gar nicht aussieht wie ein Vulkanier, sagt, er wäre ein Vulkanier und dann hier anfängt, hier alles wegzutütteln. Die versuchen sich da zwar irgendwie immer mit reinzustricken und so weiter und so fort, und ja, natürlich können auch Leute ihr Aussehen ändern. Beispielsweise Star Trek Picard hat wieder ganz normale Vulkanier oder Romulaner, die zwar auch von dieser Supernova betroffen wurden, die da behandelt wurde, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist schön, dass das mit verbunden wurde. Die versuchen eben einen Spagat zu finden. Aber das sind halt ganz normale Vulkanier, so wie sie aussehen sollten, so wie sie sein sollten. Das, was ein Vulkanier, sage ich, ein Romulaner ausmacht. Und es sind auch nicht mehr so rein die Bösewichte. Scheint zwar immer noch irgendwie eine böse Rolle zu spielen, ein Teil davon, aber auch da war es schon immer so. Romulaner sind als Volk nicht per se böse. Ich meine, letzten Endes, die stammen ja von den Vulkaniern ab, haben zwar ihre Macken, haben ihre Gefühle anders als die Vulkanier nicht unterdrückt und dadurch, dass die stärkere Gefühle haben wohl als Menschen und dadurch auch stärker Zorn und so weiter und so fort, kann das halt zu stärker Kriegen, hast du nicht gesehen, führen. Aber wie gesagt, auch die Romulaner waren nie per se böse. Es ist wie immer die Regierung gewesen, das Böse wirklich angestrebt und vorangebracht hat, oder zumindest das, was sie für böse oder was wir für böse halten würden. Andererseits muss man ja sagen, technisch gesehen, die Romulaner hatten immer, zumindest in Star Trek Next Generation, eine mehr oder minder die Strategie, ja, lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch in Ruhe. Das finde ich, ist auch nicht anders als andere Länder. Ich meine, Trump wäre der perfekte Romulaner. Der sagt auch immer, ich will, dass ihr uns in Ruhe lasst, lasst uns unser Zeugs machen, mische ich aber überall ein. Das machen die auch im Geheimdienst. Insofern, oder haben die auch gemacht. Ich weiß nicht, ob die das auch immer noch, ob dieser Geheimdienst, der Talshia hieß er ja, immer noch existiert. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, Star Trek Picard, schaut mal rein. Es ist nicht unbedingt leicht zu verstehen für jeden, für der noch gar keinen Star Trek kennt. Also man sollte wenigstens die Kinofilme ein bisschen gesehen haben, um zu wissen, ja, wer sind denn die Leute, über wen redet er, mit wem redet er, kann ich mit dem was anfangen? Aber es sind halt tolle Sachen. Und ich hatte ja am Anfang noch erwähnt, dass halt immer zeitgeschichtliche Themen referiert werden. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es auch genau darum geht, aber zeitgeschichtlich, also Gegenwartsthemen in die Zukunft verpackt, finden wir auch da. Das sind zwei Themen, die mir auf Anhieb aufgefallen sind. Da brauche ich keinen, der mich darauf hinweist. Das sieht man halt mehr oder weniger eben an den Romulanern. Die Romulaner, deren Planet ist zerstört. Es gibt jetzt Romulaner in der Föderation, wenn auch viel weniger, als es hätten sein können, weil eben die Föderation, also die Regierung, nicht das getan hat, was sie halt hätte tun können. Viel mehr helfen. Wie gesagt, es ist halt immer ein kritisches Thema, das Flüchtlingsthema. Romulaner haben es geschafft, in der Föderation Fuß zu fassen. Es sind aber Flüchtlinge, sie haben keinen Planeten mehr. Punkt. Und das zweite Thema, das große Thema, ist KI. Also sprich künstliche Intelligenz, denn es geht halt auch viel um den Androiden Data, beziehungsweise was aus ihm geworden ist. Wir wissen ja alle,
die den letzten Film gesehen haben. Er hat sich geopfert, um Jean-Luc Picard zu retten. Und das wiederum heißt, er ist gestorben in Star Trek Nemesis, hieß er. Genau. Ich will jetzt nicht spoilern, ob er wieder kommt oder nicht. Auf jeden Fall der Schauspieler und natürlich auch Data selber hat den Auftritt drin. Allerdings, wie gesagt, heißt das nicht unbedingt, dass er am Leben ist. Weil am Anfang hat man ja auch einen Trailer gesehen, dass es ein Traum war. Und zumindest die erste Szene ist auch ein Traum. Ich gehe mal von aus, dass ihr die Folgen dann selber angucken wollt. Ne? Also schaut einfach mal rein. Meine Fernsehempfehlung für heute, Star Trek Picard. Vielleicht am Anfang, wie gesagt, für jemanden, der kein Trekkie ist, schwierig reinzukommen, aber für jemanden, der nicht das hier Actiongeballer und unbedingt braucht und vielleicht eine Mystery- oder Krimiserie einfach in einem Science-Fiction-Universum erleben will, wäre ja mal was für euch. Guckt mal rein. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.